Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hydroneer Version 2.0. Ich freue mich riesig und wir werden es natürlich, wie ich bereits versprochen habe, wieder spielen, wenn ein großes Update kommt. Das ist jetzt der Fall. Seit dem letzten Mal, wo wir gespielt haben, sind einige neue Sachen reingekommen und natürlich alle die neuen Sachen, die jetzt in Update 2.0 drin sind. Wir können jetzt sogar hier unseren Avatar customizen, habe ich schon mal gemacht, mit den Garderol roten Hosen und den Handschuhen, weil, ne, anpacken, es geht voran. Wir haben einiges vor und deswegen ohne großes without further ado gehen wir direkt rein in das Spiel. Euch fantastische, bestmögliche, gute Unterhaltung und wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Bis gleich. Ja, und da sind wir auch schon wieder in dieser wunderschönen Spielwelt in der Unreal Engine, die jetzt beim ersten Texturenladen immer noch ein bisschen herumstockert. Und ja, wir haben unser Lämpchen hier, wir haben die Schaufel und wir können eigentlich direkt, loslegen. Hatten wir denn hier hinten noch andere Sachen? Ah ja, genau, das Eimerchen. Und die Bürste. Und ja, dann nehmen wir mal die Schaufel mit. Wir könnten auch, ach, es ist natürlich gerade, wo ich anfange, Nacht. Ist natürlich für euch auch sehr blöde. Tier 1 Schaufel. Erde in den Eimer und kippe sie in die Wasch. Ja. Die Frage ist, ob wir dann auch wirklich hier dann anfangen sollen. Ja gut, müssen wir, ne? Wir haben ja sonst auch keinen, wir haben sonst keinen anderen Ort, wo wir loslegen können. Ja, wie war das ganze Spielchen? Ihr erinnert euch natürlich noch, wir brauchen Wasser, wir brauchen Erde und damit können wir dann hier schrubben und wir brauchen das Eimerchen, um das irgendwie erstmal dann da reinzukippen. Das war sehr gut, Garderol. Na du? Ich lese dich aufgenommen. Achso, ich habe den wieder reingekippt, okay. Ja, es ist schon ein bisschen her, wie ihr seht. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass wir ja viele Dinge entdecken können. Und weil, oh, neue Animation. Und weil ihr das hier schon kennt, würde ich sagen, ich werde jetzt erstmal, gut, einen verkaufen mal eben. Dann werde ich erstmal so ein bisschen vor mich hinschrubben hier, bis wir so ein bisschen Finanzen angesammelt haben. Wir müssen ja jetzt nicht wirklich nochmal das alles zeigen. Ich denke, das ist auch im Sinne. Aber gucken wir mal kurz, was wir jetzt mit einmal schrubben kriegen. Oh, was macht hier? War das schon immer so? So richtig reißender, reißender Bach? Immerhin schon mal 8. Oh, diese Animation. Wofür sind die denn eigentlich gut? So, was ich gucken wollte ist, ob sich hier im Angebot an dem nahesten Shop, ob sich hier irgendwas geändert hat. So, und ach, das Schild haben sie gedreht, okay. Denn das Bett werden wir brauchen. 24 Laternen. Die Rohre-Designs sind ganz anders. Ach, guck mal. Handsortierer. Schütte alle seine Rohstoffe in den Sortierer. Der Rohstofftyp, der sich auf dem Tablett befindet, wird aussortiert. Okay. Für 160 gibt es diese Fackeln. Dann gibt es hier noch weitere Eimer. Ich glaube, dann gehe ich mal ein bisschen schrubben hier. Also ich glaube, wenn ich mir das hier angucke, oder vielmehr, wenn ich mir das nicht angucke, ist die erste Anschaffung, die wir uns holen. Das Bett hat auch den kleinen Vorteil, dass wir dann auch schon mal sehen können, es gibt ja hier so ein bisschen eine Überarbeitung des Grid-Systems in diesem neuen Patch und viele, viele, viele fantastische andere Sachen mehr. Da bin ich sowieso mal gespannt, wie sich das dann alles anfühlt. Und ja, das Ziel ist natürlich, dass wir hier die absolut größte Bergbauanlage, die wir jemals in irgendeinem Hydroneer gesehen haben, bauen. Beziehungsweise, naja, das Problem ist so ein bisschen, das macht das Spiel selber nicht mit, ne? Weil es einfach, ja, es ist einfach zu, ich glaube, es wird nie an so einen Performance-Grad rankommen, dass man so riesengroße Anlagen bauen kann. Also ich stelle mir gerade vor, wie wir Förderbänder quer durch die Landschaft legen oder irgendwelche solche Sachen machen. Und dann, die müssen ja gerendert werden und ich habe echt große Zweifel, dass das so ohne Probleme funktioniert. So, was kauft der Herr sich als erstes? Natürlich ein Bett. Ist ja eh klar. So, und dann
Ja. So. Können wir denn jetzt schlafen? Wie ging das nochmal? Achso, die Sonne geht gerade aus. Können wir wahrscheinlich eh nicht schlafen. Weil die Sonne... Was ist hier denn los? Hä? Schmiedeeiserner Bohrer. Gebrauchte Maschinenstufe 1. Begrenztes Angebot. Ah, weil wir alle anderen Sachen müssen wir jetzt kaufen. So war das nämlich. Richtig. Das ist nämlich auch so eine Änderung. Wir müssen jetzt... Wir können jetzt nicht mehr unbegrenzt diese ganzen Maschinen kaufen beim Händler und dann sind wir fertig damit, sondern wir müssen die quasi in so einer Riesenschmiede oder ne, wie auch immer du das nennen willst, da müssen wir die jetzt selber herstellen. Da bin ich auch mal gespannt. In dem neuen Gebiet, soweit ich weiß, ne? Genau, das müssen wir uns da mal angucken. Bei Tageslicht auf jeden Fall schon mal zu erkennen. So ein kleines Löchchen haben wir hier schon mal, aber es ist natürlich noch, huch, bei weitem noch nicht das, wo wir hinwollen. Ich denke mal, die nächste logische Automatisierungsschritt wäre die größere Schaufel, ich freue mich so, dass wir dieses Spiel wieder spielen, dass ich keine geraden Sätze mehr rauskriege. Ich glaube, der nächste größere Automatisierungsschritt, den wir jetzt als nächstes gehen könnten, wäre ja dann eine größere Schaufel, weil viermal Schaufeln zu einmal Schaufeln machen oder zweimal, ich weiß gerade gar nicht. Das ist natürlich auch schon ein Unterschied, aber ich glaube, die gibt es hier gar nicht in der Nähe, ne? Gab es die hier? Ich weiß es gar nicht. So. Und dann natürlich auch die ersten Sachen schmelzen. Wäre natürlich dann auch einer dieser ersten Schritte, die man dann gehen könnte. So, entschuldigen Sie. Ja, der Typ, der hier diesen Laden betreibt, der ist natürlich immer ein bisschen böse auf mich, weil ich hier immer rumlaufe wie... So, guck mal. Tier 1 Schaufel. Das ist die wir gerade haben, ne? Ja. Weitere Eimerchen lohnen sich ja dann dafür auch nicht. Ein Förmchen und ein Tiegel. Ja, die könnten wir uns schon holen. Wir brauchen aber noch den kleinen Ofen. Oh, eine Angelreuse. Und TNT-Fischen. Sehr gut. Ja, müssen wir mal gucken. Kriegen wir denn die große Schaufel... Kriegen wir die denn da hinten? Oder hier? Ne, hier können wir die wohl nicht. Ja, wir nehmen mal unser Geld in die Hand und dann gehen wir mal eine Runde spazieren. Hier bin ich auch noch. Da müssen wir auch mal gucken, was das wirklich ist. Also das haben wir auch noch nie erkundet. Aber dann gehen wir mal Stock Market. Gehen wir mal in die Stadt gucken. Ach, hier ist es aber trotzdem. Die Reparatursachen sind trotzdem noch hier. Aber eben, nicht die Schaufel und so. Oh! Wenn die Spieler eh immer abkürzen, gibt es ja auch einen Weg. Ach, wie schön. Oh, das finde ich aber nett. Ja, und das neue Gebiet müssen wir erkunden. Müssen wir gucken, wo ist das überhaupt? Und wenn ja, wie viele? Die Zwerge spielen eine große Rolle, weil die, wenn ich das richtig verstanden habe, da so eine große Forge haben, wo wir eben diese ganzen Sondersachen herstellen müssen. Und vielleicht kriege ich es dieses Mal auch hin, mit Blueprints zu arbeiten. Man glaubt es kaum. Hier hat sich nichts geändert. Hier wird es wahrscheinlich neue Sachen geben. Ja, vom Design her zumindest sieht man schon, ne? Die Dächer und so. Das ist anders aus. Die Farben sind weg. Die ist wahrscheinlich wieder in einem anderen Laden. So, wo waren denn... Oh. Ach, ich kann jetzt durchfahren. Cool. Hier war die Ansauger. Mhm. Hier war Technik Level 2, sage ich jetzt mal. Gab es denn hier die große Schaufel? Da, Tier 2. Schaufel Erde in den Eimer und kippe sie in die Waschpfanne. Was kostet die? Was? Was? You kidding me? Was kostet denn das Ansaugrohr? Das wäre dann auch 600. Aber das ist Tier 2. Gibt es da jetzt ein Tier... Moment, dann gehen wir mal wieder. Wir nehmen unser Geld wieder mit und gucken mal, ob es in dem anderen Laden Ansaugrohr Tier 1 gibt. Ansaugrohr schmiedern. Tatsache. Okay.
Ventileinsatz. Warum gibt es denn das jetzt schon so günstig dann, in Anführungszeichen? Ich meine, ich beschwere mich nicht. Warte mal, dann bauen wir uns das doch direkt mal. Gucken mal, warum das so günstig ist. Pumpt Wasser mit 100% Druck in das, in das Rohrsystem. Was mir ja völlig egal ist. Weil wir brauchen ja nur... Wir wollen ja nur nicht mehr mit dem Topf immer hin und her laufen. So. Und dann brauchen wir noch ein, zwei Rohre. Das sollte eigentlich hinhauen. Ja, die da, die da. Ember Cradle. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses System irgendwie gut finde, dass wir jetzt diese ganzen grünen Striche. Also ich mag Dinge nicht, die einem die Immersion breaken, ja. Das finde ich immer. Ich finde es wichtig, dass in einem Spiel man auch die Möglichkeit hat oder ne, dass man möglichst viele Sachen ausschalten kann, die man dann irgendwie, ja, GUI-technisch, die einen so ein bisschen aus der Welt rausholen. Finde ich eigentlich immer fände ich immer ganz gut, sag ich mal. So, kriegen wir denn dann schon unsere erste kleine Automatisierung hier hin? So. Ja, müsste gehen. So. Aber Gott sei Dank ist auch diese gesamte Geräuschkulisse etwas leiser geworden. Und schon haben wir etwas automatisiert. Trotzdem dauert mir das hier echt zu. Das dauert mir echt zu lange, dieses, mit dieser einen Schaufel, ne? Also das wäre jetzt wirklich die nächste große Erweiterung sozusagen, dann die nächstgrößere Schaufel zu holen. Wobei ich glaube, wenn wir jetzt hingehen würden, würden uns erstmal diese ersten Schmiedesachen holen und daraus wirklich auch den ersten Barren schmieden. Wir gehen nochmal kurz gucken. Für 180. Hab nochmal 15, hab ich nochmal dafür gekriegt. Wir brauchen einen kleinen Ofen. Wir brauchen einen Cauldron. Und wir brauchen eine Gussform. So, das sollte doch im Preis drin liegen. Jawohl. Jetzt können wir auch mal gucken, ob das Bett funktioniert. So. Den Cauldron. Brauchen wir eh alles. Naja, da müssen wir... Nee, wir müssen das... Irgendwie müssen wir schon so einen glatten Boden hier auch reinziehen, ne? Ich meine, die waren ja nicht so teuer, die Böden. Damit das schön bleibt. Wie viel haben wir noch? 34. Eieieiei. Na, wir schauen mal. Ob denn ein Barne wirklich da jetzt einen großen Unterschied macht. Das Geräusch des Wasserplumpsers da hinten, das ist und bleibt halt nervig. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Aber wir sind ja zu geizig, in ein Dings rein zu investieren. So, kann ich mich jetzt hier hinlegen? Nein, ich kann nur das Bett abbauen. Jetzt geht's. Was? Bah, was war das denn? Ach so, das war ich. Huch. Hui. So, machen wir mal einen Goldbarren. Einen kleinen.
Geschickt ist mein zweiter Vorname übrigens. So, und dann haben wir hier Diamanten. Diamanten, ne? Dann brauchen wir hier mal einen Bahn, ne? So, brauchen wir nicht noch irgendwas? Ja, wir brauchen irgendwann so Schmiede. Schmiede am Boss. Um dann daraus auch wieder weitere Sachen zu bauen. Was kostet der? 86, okay. Ein Schmiedehammer. Ein Schleifstein. Mhm. Stoppt den Durchfluss von Wasser. Na, das wäre ja mal was. Gut, gucken wir mal, ob er geschmolzen ist. Und dann schauen wir mal. Das dauert aber. Hat das schon mal so lange gedauert? Jo, dann würde ich sagen, dass ich dann erstmal fleißigst. Oh, ist der süß. Dass ich dann erstmal fleißigst noch ein bisschen vor uns hinschaufle, sodass wir dann in der zweiten Folge schon mal die nächsten Sachen uns holen können. Und so entsteht sie, also unsere kleine Mine hier oder irgendwann auch unser weltumspannendes Mega-Imperium von, ja, alles besteht aus einer Maschine sozusagen. 59, warte mal. Eigentlich so schön, dieses Spiel, ne? Hä? Was ist das? Sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Börse? Das muss ich mir auch mal angucken. Das scheint auch irgendwie anders zu sein. Aber gut. Hm. Also wir haben jetzt natürlich nur Gold daraus genommen, aus dem, was wir gewaschen haben. Ich würde die anderen Barren da auch noch rausmachen. Da ist ja noch Eisen drin. Könnte natürlich ein bisschen rauskommen. Und wir haben ja auch einen Edelstein schon. Da könnten wir so schon mal so eine erste kleine Kette machen. Aber ich werde erstmal ein bisschen vor uns hinschrubben hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann können wir uns für die 93... Warte mal, da können wir sogar... 165. Das würde ich gerne auch mal testen. Schütte all deine Rohstoffe in den Sortierer und dann... Wo kommen die denn raus? Hier unten, ne? Unten, ne? Dann müssen wir uns nochmal so eine... Also das würde ich dann auch mal gerne testen. Das nimmt uns ja am Anfang schon mal ein bisschen Arbeit ab. Das, glaube ich, machen wir dann im nächsten Amboss und das Ding. Also, euch ganz vielen langen... ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und ich werde jetzt ein bisschen was essen. Und dann nehme ich mit euch gemeinsam weiter auf. Und bis dahin werde ich hier, ja, das Ganze mal noch ein bisschen weiter... Das war jetzt nicht so der Plan. Das Ganze ein bisschen weiter ausgebaut haben hier. Beziehungsweise abgebaut haben. So. Was ist das? Jedenfalls macht es jetzt keinen Krach mehr. Ja, und dann müssen wir auch noch so Eimerchen uns organisieren, wo wir die Sachen dann reinsortieren. Es gibt jetzt sogar einen Schatten von mir. Das ist auch neu, oder? Achso, eine Sache noch ganz schnell. Was kostet denn hier die... Gibt es die hier überhaupt noch? Früher gab es die hier, diese ersten Bauelemente. Ja, die hier für 5 aus Beton. Gab es nicht auch diese Holzplatten? Ne, die gab es hier nicht, ne? Na gut, dann lassen wir das. Okay, Leute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst sehr gerne ein Abo da. Wenn ihr einen Kommentar schreibt, hilft das meinem Kanal mehr, als ihr denkt. Und ich lese wie immer alle Kommentare, denn ihr seid die besten Zuschauer der Welt. Das wisst ihr natürlich schon, deswegen erzähle ich da nichts Neues. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge hier in Hydronir. Tschüss und bis bald.